Guten Morgen, Leute. Wir haben 8 Uhr morgens. Der Micha und ich sind allein in der Firma. Hier ist es Totenstille und das ist mir gerade auch sehr, sehr wichtig. Was gestern hier passiert ist, ist ein doch sehr ungewöhnliches Ereignis. Ich wusste, dass was Besonderes passieren wird und dass ich ein besonderes Auto bekomme. Aber die Geschichte, die dahinter steht. Ich mache es einfach gar nicht so spannend, weil ihr habt im Thumbnail schon gesehen, worum es geht. Ein Audi 90. Ihr... Meine Community verfolgt meine Videos, habe ich gemerkt, sehr aufmerksam. Und ich habe immer oft erzählt, ich hatte schon mal ein Audi 90. Mehrere Audi 90. Und im Sommer war jemand hier und hat zu mir gesagt, hey, ich habe einen Audi 90, den habe ich schon relativ lange. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihm meine Handynummer gegeben, weil ich gesagt habe, hey, cooles Auto, kannst du mir ja mal was zu zeigen, schick mir mal ein paar Bilder. Ich weiß nicht, wie es kam. Auf jeden Fall kam 2 Monate später oder 1 Monat später, hey Marco, ich habe mir Gedanken zugemacht, dieser Audi 90 würde ich gerne zu dir bringen. Vielleicht sollte ich kurz noch erwähnen, wo der Audi erstmal herkommt. Der kommt nämlich aus der Schweiz. Ja, und er schickte mir die Bilder und dann sage ich, boah, geiles Auto, sieht echt gut aus, top gepflegt, 5 Zylinder. Klar, und da sagt er, hast du nicht Lust drauf? Ich sag, nee, habe ich dir auch erklärt, Kassen leer. Also ich habe für diese Autosammlerei wenig Budget über. Dann schrieb er Summen, wo ich gesagt habe, nee, ist super fair, aber nein. Und dann schrieb er noch die nächste Summe, da habe ich gesagt, ey, das deckt ja gerade mal deinen Transport vielleicht nach Deutschland. Da sagt er, ist egal, ich möchte das Auto, du bekommst. Gestern sollte das Auto dann geliefert werden. Er sagt, er bringt das Auto dann rum. Es waren gestern 3 Leute hier, 1 Fahrer und 2 Jungs, das sind Brüder. Und jetzt fange ich direkt mal an, die Geschichte zu erzählen. Der Michael, so heißt der gute Herr, hat diesen Audi 90 mal gekauft. Micha, jetzt kommt's, hör zu. Da war er 17 Jahre alt. Das war dann, für mich ist das krass, das ist wirklich krass, das war gestern schon krass. Der war 17 Jahre und hat sich dieses Auto beim Autohaus gekauft. Hat selbst eine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker und hat sich diesen Audi 90 dann gekauft. Ich zeige hier das Datum, 30.09.2009. Da war er 17, also gerade 18 geworden, für 2.700 Franken. Ich bin nicht im Umrechnen gut, ihr wisst, Mathe war nicht meine Stärke. Das Auto hat er also seitdem er 18 ist. Heute ist er 28, hat das Auto seitdem immer begleitet. Der Zustand von dem Auto ist unfassbar. Hier sind alle Rechnungen bei. Da ist ein Gewindefahrwerk drin, ein KW-Gewindefahrwerk, also ein richtig teures Gewindefahrwerk. Da sind geile Felgen drauf, die Karosserie sieht top aus. Es ist wirklich unfassbar. Ihr müsst euch vorstellen, der hat mir sein erstes Auto hier hingebracht, hat Unmassen an Geld da reingesteckt, wirklich Unmassen an Geld. Das Auto steht nahezu perfekt da. Er erklärt, er zeigt mir diese ganze Geschichte und ich wusste nachher nicht mehr, was ich sagen soll. Ich sage, hey, du gibst mir dieses Auto für so einen jämmerlichen Betrag, dass nicht mal annähernd die Rechnungsbetrag für die Wartung, Inspektion begleicht. Da habe ich gesagt, warum tust du das? Warum? Erklär mir bitte, warum du das tust. Ich habe es nicht verstanden. Er hat Kfz-Mechaniker oder doch Kfz-Mechaniker gelernt, ist nun Lehrer, mit 28 Jahren Lehrer, fährt als Alltagsauto hat er sich ein RS3 gegönnt. 400 PS, aktuelles Auto. Hat aber die Liebe zu seinem 5-Zylinder nicht verloren, weil er gesagt hat, er wollte wieder einen 5-Zylinder. Damals hätte er gerne einen S2 gehabt, konnte sich den nicht leisten, hat sich den Audi 90 gekauft. Er hat dieses Auto nie hergeben wollen in der Schweiz. Und da sage ich, erklärt mir bitte, warum ihr das Auto jetzt zu mir bringt. Warum die Transportkosten? Der Wagen ist auf dem Anhänger hierher gebracht worden. Erklärt mir bitte, warum ihr das tut. Wenn ich so eine Story vorher wüsste, würde ich mich gar nicht wagen, den Preis zu verhandeln. Dann würde ich einfach sagen, hey, ich habe das Budget nicht. So habe ich es natürlich auch am Telefon gesagt. Ich habe das einfach nicht, das Geld. Und dann sagt der Marco, das ist eigentlich ganz einfach, kann ich dir das erklären. Du gibst mir mit deinen Videos oder deine Videos, die sind so überragend, also er findet unsere Videos, Micha, so überragend, dass er sagt, er freut sich förmlich, das Video zu schauen, diese alten Zeiten zu sehen, diese echten Emotionen, dieses alles, was wir halt so machen, was wir zeigen, dass das für ihn so viel Freude macht, das zu sehen, das sind halt einfach in der alten Zeit zu wegen, dass er sagt, hey, Marco, ich sehe, du musst dafür arbeiten, ich sehe, du hast eine Leidenschaft und du verdienst mit dieser Leidenschaft kein Geld. Und ich, oder wir, hat er immer gesagt, wir als seine Community, ich will dir was zurückgeben. Wir wollen dir halt was zurückgeben und dann steht da einfach so ein Audi 90 und sagt, hier,
zeig ihn. Ich freue mich, wenn Leute ihn sehen, wenn du hierher kommst und wenn Leute hierher kommen und sich das angucken können. Dann hat er sich die Kennzeichen abgemacht. Wir haben noch ein paar Bilder gemacht mit seinem Bruder. Und dann hat er zu mir gesagt, Marco, ich setze mich mal in dieses Auto. Ich verabschiede mich von meinem Auto. Ihr müsst euch vorstellen, er hat das mit 17, wo er 17 war, gekauft und gibt es nachher mir. Und das bedeutet für mich, dass er sein erstes Auto, sein Baby, wie er es selber genannt hat, stehen lässt. Diese ganzen Geschichten, diese Rechnungen, die Bilder dabei, was alles dabei ist. Wahnsinn. Und warum? Weil ich einmal so ein Bild gezeigt habe. Krass. Das ist wirklich, Micha, wirklich extrem krass. So, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Und jetzt gehen wir zum Auto und zeigen es einfach mal, oder? Auf geht's. Ich muss dazu sagen, mit einer brutal guten Ausstattung, Micha. Lenkrad wurde umgebaut. Ist ein Sportlenkrad. Wenn wir zu meinem S2 gehen, hat mein S2 hier den Schriftzug, wo Audi, also wo S2 steht. Aber an sich ist das Sportlenkrad von Audi als Zubehör gewesen. Da steht natürlich dann nicht S2 drin. Das Geile ist, unfassbar einfach. Ich bleib dabei. Alle Originalteile. Original Lenkrad. Original Gummifußmatten. Micha, was ist das? Was ist das? Fensterheber? Nee, Gewindefahrwerk. Hey, gut. Das ist der Einstell-Nupsi für die Härte des Stoßdämpfers und damit verstellst du ja quasi die Höhe des Fahrzeugs. Dieses Fahrwerk im Vergleich zu deinem Auto, das ist wahrscheinlich das Beste, was du kaufen kannst und du hast das günstigste, was man kaufen kann. Dieses Fahrwerk hat mehr gekostet wie dein ganzes Auto mit inklusive Umbau. Im Kofferraum ein Satz Winterräder, die originalen Radkappen. Was soll ich euch sagen? Das ist einfach geil. Der originale Aluminium-Spoiler. Micha hätte den, glaube ich, auch gern. Ne? Ja, das stimmt. Ist der Spoiler, der bei dir auch passt. Der ist aus Alu. Richtig geiles Teil. Komplette Auspuffanlage, Micha. BN-Pipes. Upcut. Das bedeutet 15er-Sound. Und wo ich das jetzt so gerade höre, weißt du was? Ich bin die ganze Nacht, habe ich nicht geschlafen. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Um diese drei Bilder habe ich von meinen Audi 90s gefunden. Ich selber hatte kurzzeitig einen Bordeaux-roten, habe ich gar kein Bild von gefunden. Ich hatte einen schwarzen oder dunkelblauen mit Umbau auf B4-Haube. Ein Bild habe ich gefunden, eins. Dafür habe ich die ganzen Bilder durchwühlt, weil ich kaum geschlafen habe und die Aufregung so groß war. Und ich gesagt, Micha, du musst herkommen. Wir machen jetzt Kennzeichen dran und dann fahren wir eine Runde 15er. Darauf habe ich mich die ganze Nacht nämlich schon gefreut. Erste Fahrt. Da habe ich die ganze Nacht mich schon drauf gefreut.
Hörst du das Klappern? Mhm, was ist das? Der Stößel. Der hat eine Unterdruckpumpe für... Es ist Bremserlenkung, muss ich gleich einmal sehen. Dieser Stößel, wenn so ein Motor nicht viel gefahren wird, klemmt er öfter, klingt wie ein Lagerschaden. Viele haben dann immer gesagt, boah, Motor Lagerschaden. Früher ganz oft gemacht worden, deswegen kriege ich gar keine Panik. Einmal kurz gehört, denke, ah, das Geräusch kenne ich. Also heißt das auch mal die Pumpe ausbauen, sauber machen. Ölwechsel. Da ist der Stößel. Klingt kaputt, ne? Klingt richtig schlimm, ne? Würde mir als Laie Angst machen im ersten Moment. Ja, klar. Man hat früher gedacht, Motorschaden. Deswegen, mich stört es gar nicht. Wir haben ja hier ein schönes Modell mit Öldruckanzeigen. Wenn der zum Beispiel keinen Öldruck hätte, dann würde er quasi einen Lagerschaden haben. Aber da wir so viel Öldruck haben, klar, gibt Öldruck mit Lagerschaden. Aber das, ich weiß es. Ich brauche gar nicht die Haube aufmachen, ich brauche gar nicht hindern. Ich kenne das Geräusch. Das ist krass. Du sitzt in so einem Auto hier und bist sofort in der alten Zeit. Wie viele Kilometer ich mit so einem Auto abgerissen habe. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Audi 90 gehabt. Ich hatte vorher ein E30 325 Cabrio mit Borbet-A-Felgen, flache Deckel, tiefer gelegt. Das war damals übrigens cool. Und das sah richtig geil aus in Diamantschwarz, Metallic. Haben mir derzeit aber ein Moped kaufen wollen. Ich hatte nur 125er Führerschein. Da habe ich mir eine NSR gekauft, habe die so ein bisschen umgebaut. Und dann merkte ich, dass das Geld auf einmal alle war und ich musste schnell irgendwie an Geld kommen. Und habe dann damals dieses BMW Cabriolet verkaufen wollen. Das hat aber auf schnell keiner gekauft. Dann bin ich zu einem Autohändler gefahren. Was ein krasser Zufall, Déjà-vu. Der Autohändler war genau gegenüber. Da, wo jetzt die Baukräne stehen, waren früher ein Autohändler. Und da habe ich den in Zahlung gegeben, den BMW falsch. Der war ja viel mehr wert und habe diesen blauen Audi 90 genommen und habe damals, ich glaube, 4000 Mark oder sowas bekommen. Habe dann Geld gehabt, was ich brauchte, dass ich wieder flüssig war. Das war dann der Punkt zum Audi 90. Und ich weiß, auf dem Tacho fuhr der Audi 90 245. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber nur am Tacho. Ich weiß nicht, was das GPS war. Aber früher war 136 PS schon Knaller. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier gleich mal drauf treten, was hier so geht. Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr. Aber wie ihr merkt, war ich die ganze Zeit ordentlich. Ich will halt auf den richtigen Moment warten, wo wir mal richtig drauf treten können. Ich habe mal ein Bild gemacht, das habt ihr ja schon gesehen. Und ich habe da so eine Idee. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, nun stehen wir an einer, ja, eigentlich am Straßenrand. Nichts Besonderes. Für euch nichts Besonderes. Für mich was ganz Besonderes. Warum? Und ich habe was Besonderes gemacht. Die Dillmaus, jetzt zwar mit Tesa-Tape festgemacht, aber egal. Und ich werde dieses Bild jetzt nachstellen. Micha, guck's dir an, wie ich stehe. Und ich muss das nachmachen. Ich glaube, ich stehe breitbeinig, ne? Ja, warte. Geile Nummer. Weiter geht's. Jetzt kann die Dillmaus da hängen bleiben, oder? Die wird schon halten. Da fühle ich mich wie früher. Oh Mann, ey. 1999 in 2019. 20 Jahre ist das Ganze her. 20 Jahre später. Krass. Einfach nur krass. 5 Zylinder. Guck mal, vor 20 Jahren, ich kann es ja beweisen. Das ist ja mal, ich freue mich, dass ich diese Bilder habe. Es ist so geil. Das Fahrwerk, die Auspuffanlage, sieht alles aus wie neu. Das ganze Auto sieht 253.000 gelaufen. Das sieht aus wie neu. Ich glaube wirklich, Audi Tradition ist neidisch auf dieses Auto nachher. Und ich besitze das jetzt. Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Ich erzähle ihm ein Video einfach, hey, ich habe mal Audi 90 gehabt, blenden wir kurz dieses Bild ein. 20 Jahre später können wir das Bild nochmal einblenden. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Also vom Sound her, 10-Ventiler Sauger, klingt viel kerniger als ein Turbo. Ein Turbo hat immer so ein bisschen helleres Geräusch. Der Turbolader, die originale Abgasturbine, dämpft natürlich die Geräuschkulisse. Und deswegen, den S2 klingt nicht so kernig. Dieses Wummern, dieses typische 15er Wummern ist beim Sauger und beim 10-Ventiler-Turbo definitiv intensiver. Aber ein bisschen Power könnt ihr schon haben. Aber nein, ihr werdet niemals das umbauen. Dieses Auto werde ich nicht verändern. Das Einzige, was man mal gucken könnte, ist ein Gewindefahrwerk. Ob man es höher, tiefer dreht, das ein bisschen anpasst. Die Felgen sind auch cool. Man könnte mal als Vergleich, ich habe ja noch als Wohnzimmertisch RH-Felgen, ich glaube, hießen die Klassik? Ich weiß es nicht.
In viel auch 108, die würden hier drauf passen, in voll poliert. Für mich ist die Sache, gestern Abend, ich war einfach, ich glaube, wir waren beide mehr sprachlos und haben uns, ich glaube, er hat sich gefreut, dass es bei mir steht. Ich war sprachlos, dass er bei mir steht. Ich habe das Licht in der Halle ausgemacht. Es war 11 Uhr abends. Ich habe das Licht in der Halle ausgemacht und er saß in seinem Auto und ich habe richtig gemerkt, wie er sich verabschiedet hat. Also wirklich krasse Nummer. Also Respekt an dich nochmal und ich hoffe, du siehst, dass es mir wirklich viel bedeutet. Du hast mir von deinem Vater erzählt, dass dein Vater sich darüber freut und ich hoffe, es kommt diese Emotion. Also ich könnte das nicht spielen und ich will das, werde das auch nicht, sondern Ich habe kein Wort dafür. Ich habe jetzt, wir sitzen im Audi 90, das bedeutet, es wird auch mal gefahren. Was ist das? Geht nicht auf Knopfdruck. Boah, ist das geil. Guck mal den Arm. Ich kann euch das zeigen, was Geschichte ist. Dieses Auto wird 30 Jahre alt. Das ist ein Baujahr 90, er wird 30 Jahre alt. Jetzt möchte ich, dass die Kamera aus ist und wir beide, oder ich das noch alleine genieße und wir verabschieden uns gleich in der Firma. So, wir sind wieder da. Jetzt kommt das Auto erstmal wieder hin, wo er gerade stand. Und dann kriegt er hier natürlich auf jeden Fall einen Ehrenplatz, dass ihr euch den anschauen könnt. Und ich kann euch sagen, bei gutem Wetter, bin ich mir sicher, mache ich mir wieder ganz oft die Nummer dran und fahre auf jeden Fall mit dem Auto eine Runde. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal. Nochmal einen lieben Dank an eure Community. Das ist mehr, könnt ihr mir, geht nicht mehr. Ich will auch nicht mehr geben. Und was ich euch jetzt zurückgebe, ist ganz einfach einen Ciao und richtigen 15er Sound beim Reinfahren. Versprochen. Ciao. Thank you.